Ich fahre mit dem Bus heute rundherum, rundherum, rundherum. Ich fahre mit dem Bus heute rundherum, Ehre in mein Arsch. Moin Mädels! Es dauert jetzt einen Moment, na klar! Warte mal, ein bisschen schicker. Moin Jungs! Herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator, Fernbus Coach Simulator Alligator in a place to be. Ja, ich dachte heute mal wieder eine Runde Fernbus. Hatten wir jetzt wieder etwas länger nicht und eigentlich wollte ich euch ja mal meine Home City Bremen zeigen. Ja, und das machen wir heute dann, ne? Weil letztes Mal haben wir ja das Polizeiauto geklaut. Hier nochmal ein kleiner Einblick in die Polizeidiebstahlfolge aller. Und jetzt sind wir richtig drin. Und Abfahrt. Tatü, tata. Die Kerle Polizei ist da. So. Ja, Leute, ich scheiße jetzt aufs Busfahrer sein. Ich bin jetzt bei der Police. Alter, das fährt sich aber nicht gut. Ja, das war eine ganz rasante Fahrt, deswegen haben wir auch irgendwann dann abgebrochen. Was ist denn hier mit dem Lenkrad los, Junge? Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal die Laube. Berlin-Bremen, da machen wir es jetzt nämlich. Ich war gerade Bolognese essen beim Johannes. Da haben wir schön vegane Bolognese gemacht. Aber dann mit Käse und Lasagneblätter in den Ofen rein. Weißt du, was ich meine? Das ist gerimed. Ofen rein, weißt du, was ich meine? Ehre in mein Arsch hinein. So, Freunde, hallo. Mein Name ist Dr. Kalle Kurschinski. Ich arbeite in der Forschung der Rasur. Und ich sorge dafür, dass euch die Haare nicht mehr auf die Eier gehen. Ja, wie Sie hier sehen, ein behaartes Ei. Aber mit dem Manscaped Lawnmower 3.0, der sogar leuchten tut, kann man diese Behaarung easy entfernen. Seht ihr das? Dann sieht euer Ei nicht mehr so aus, sondern ist wieder blitzeblank. Hör mal. So. Naja, und der Lawnmower 3.0 ist super skin safe. Der hat eine ganz sanfte Technology, da kann man auch schön hier die Haare an den Armen zur Not entfernen, das ist überhaupt gar kein Problem. Außerdem wasserfest und ergonomisch. Also das ist schon eine feine Sache. Naja, und mit 7000 Umdrehungen die Minute dreht der Motor auch schneller als die Polizei erlaubt. Jaja, jawohl. Im Lieferumfang außerdem eine komfortable Ladestation, damit man das schön präsentieren kann, das Gerät. Und natürlich ein schöner Aufsatz. Falls man mal in der Länge variieren will, nicht wahr? Falls man mal unterwegs ist, einfach das Gerät in den Sack. Sichert euch jetzt euren Lawnmower 3.0 über den Link in der Videobeschreibung. Und dann wird rasiert, damit euch die Haare nicht mehr auf die Eier gehen. Ich mache jetzt Feierabend. Unnormaler Schnee. Brother from another mother. Nebelniederschlag würde ich jetzt gerne mal machen. Oh, das ist ja aber... Oh. Können wir das irgendwie einführen als offizielles Accessoire, dass man die Cravette jetzt hier on the head trick? Cravette on the head. Ja, schreibt es in die Kommentare. Hashtag Cravette on the head. Hashtag Cravette on the head. Digga. Oh, bei Schnee? Hör mal. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Dass ihr noch nicht abonniert habt, finde ich nicht okay. Haha, so. Weißt du, was ich meine? Ich habe heute gute Laune. Es ist Wochenende. Ich habe mir heute für Magic ein paar Karten gekauft und neue Folien zum Reinschieben. Weil du nimmst die Magic-Karte, packst du die in diese Folien und dann machst du. Oh, normal. Es ist halt wirklich Winter. Klimaanlage. Gang hoch und Abfahrt. Ah ja, so ging das noch. Das sind halt zwei verschiedene Games, ihr wisst Bescheid, ne? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Ehre in den Arsch hinein, finden wir okay. Ey! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Ey, ey! Ehre in den Arsch hinein, ja, das finden wir okay. Ey! So, Bremsung. Geht das mal weiter? Hallo? Ah, das gehört alles dazu. Hör mal. Gut, da gehen wir jetzt volles Risiko. Aha. Man spricht ja auch immer vom Weihnachtszauber, ne? Kennt ihr vielleicht noch? The Magic of Freshenet. Aber ich sag immer Freshenet, Fresenet. Also die Scheiße kommt mir nicht in den Körper. Ey, Rüdiger, mach mal auf hier den Laden. Danke. Grüß mir Monika. Man kann halt jeden Song nehmen und einfach Ehre in den Arsch reininterpretieren. Könnt ihr gerne natürlich in den Kommentaren auch mal für mich übernehmen. Beispielsweise die Backstreet Boys, ne? Ehre in den Arsch rein. Ehre in den Ass hinein. Ehre.
weil es Spaß macht. Tell me why. Ja, gut. Grüezi, bitte sehr. Wieder diese Schweizer, ne? Ich weiß dann, irgendwie habe ich da Lucia. Hier wollen ja einige mit. Lucia Kunz ist am Start, ne? Gut. Nico Apel. Frau Apel war mal in Bremen meine Grundschullehrerin. Die hieß Frau Apel. Und die hat dann bei so SummerSlams mitgemacht. Nee, wie heißt das? Mann, diese Dinger, wo man so erzählt, so eine Geschichte und dann klatschen die Leute. Poetry Slams. Poetry Slams hat meine damalige Grundschullehrerin Frau Apel gemacht und die hat mal an einem Abend, wo ich mir das angeguckt habe, hat die gewonnen. Grüße gehen raus. Also. Moin! Jawohl! Die kommt aus Bremen, die will nach Hause. Homecoming, sweet homecoming, Digga. Nach Frankfurt? Nee. Du kommst nicht mit. Ich fahre nicht nach Frankfurt. Die Scheiße tue ich mir nicht an. Mein Fehler. Hä? Hier muss ein Missverständnis vorliegen. Ich will das nicht! Wie bitte? Können Sie das nochmal prüfen? Nee! Mahlzeit, ist das gültig? Mahlzeit! Danke. Ja, dann komm halt mit. So, liebe Arschkrampen hier im Bus, Schnauze halten wie immer. Folgendes. Wir wollen ja immer noch den Bus-Simulator-Song rausbringen. Dafür brauchen wir noch ein paar Abonnements. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne nochmal nachholen an dieser Stelle. Ansonsten wilde Fahrt hier. Viel Spaß. Es geht nochmal los. Hier drinnen wachsen schon Eiszapfen. Ja, draußen auch. Ist ja keine Umgewöhnung. Ampel, hallo! Ich will nach Bremen, hallo! Och, Mensch, du! Was soll die Scheiße hier eigentlich? Kein Balken. Was ist denn mit dem WLAN los? Tu einfach dein WLAN-Kabel ran oder dann ist gut. Mein Gott, kann doch nicht so schwer sein, hör mal. Ey! Ah! Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Na, ist auch Winter! Ist Wildeisbahn! Na gut, dann gehen wir wieder ins WLAN. Hier, warte mal, wo ist denn das hier? Kann man das nicht? Ah! Mein Nagel ist angerissen. Ich glaube, ich habe mir gerade die Rosette eingerissen. Das Land mitgekommen, du Scheiße. Also wirklich. Scheiße. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Junge, der ist doch kein Kaffee hier. Mein Nagel ist angerissen. Ja und? Wächst doch wieder nach. Ich muss ja sagen, bei mir gibt es zu Weihnachten seit Jahren keine Geschenke mehr, ne? Macht mir auch ein bisschen traurig. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Damals im Kreißsaal, als ich dich fallen gelassen habe, du kleine... Was macht daran Spaß? Ich fahre hier von A... nach B, über eine Autobahn. Sie mal heizen, wir sind hier nicht in der Arktis. Du, meine Stimmung ist schon heiß genug, du. Weil ich bin ja eine ganz heiße Perle, ne? Ich sage ja auch immer, das Gute daran ist das Gute darin. So, da ist die Konkurrenz, müssen wir ausschalten. Das ist kein Flixbus. So, jetzt gekonnt. Einfach auf die andere Spur. Und dann nehmen wir sie mit. Das hat jetzt nicht geklappt, ne? Die sind einfach weitergepäht. Moin, Meise! Oh! So ein Rowdy. Ja! So, da ist die Konkurrenz wieder, ich sehe die. Wir starten den nächsten Angriff. So, den lassen wir schnell vorbei. Dann in den Windschatten. Und dann greifen wir an! Das kam jetzt kein Unfall. Geil. Späti, finden wir scheiße. Weg damit. Und die auch. Das ist eine easy Geschichte hier im Fernbus, ne? Das ist keine Herausforderung mehr für mich. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist alles komplett einfach. Ja, gut, man fährt ein bisschen Schlangenlinien hier und da, aber juckt ja eh keinen. Kannst ja sogar mal, kannst sogar mal blind fahren hier für ein paar Sekunden, ne? So, machen wir mal so und dann sind wir immer noch. Sind wir immer noch voll im Bilde hier? Das ist hier kein Tiefkühler. Halbe Stunde auf die Armatur gegafft und immer noch sicher gefahren. Kuschinski bringt sie sicher ans Ziel. Verpiss dich, Junge. So ein Rowdy. Sicher ans Ziel. 270 Kilometer neu. Ich weiß nicht, was die ganze Zeit hier noch machen soll. So, erstmal eine Runde Candy Crush. Oh shit, das Auto ist kaputt. Alarm! Geht's allen gut? Oh weia. Oh, hau, hau, hau. Hier nehmen wir jetzt erstmal den Bus mit. So, zur Seite hier. Ich muss hier ein bisschen Platz schaffen. Wir sind jetzt kaputt. Bus fährt nicht mehr. Ah, jetzt. Ach, schön. Ich habe aber mit dem Fernbus von Berlin, von Bremen nach Berlin 7 Stunden gebraucht. 7. Was ist das denn für eine Scheiße, hör mal? Wie kann man denn so lange Bus fahren? Geht's auch etwas langsamer? Nö! Wie die mir da erzählen, wie schnell ich fahren darf. Die weiß das doch gar nicht. Ich habe doch gar keine Augen in der... Ach, ist auch egal. So, wir nehmen die Polizei erstmal aus dem Verkehr hier. Tschüss. Weg. Du hast bestimmt Henno mit seiner scheiß Autobahnpolizei. Kann mich mal am Arsch lecken, der Kerl, du. Hier regiere ich die Streets, Digga. So. Boah, ich schmelze hier drin. Eben, also, jetzt wieder zu warm, eben war zu kalt. Oh, scheiße. Was? Mach einen ruhigen. Beruhig dich. Hallo. Ja. Psch.
Ruhig, Brauner, ruhig. Sicher an Ziel. Das ist ein Astreiner Nosegrind hier, muss ich sagen, ne? Nee, ein 50-50 ist das, glaube ich. Ein Frontside 50-50, Alter. Hä, bin ich jetzt? Ich bin wieder auf der falschen Seite. Ich f*** mich selber. Ach nee, wir müssen auf die andere Straßenseite. Das ist ja schlimmer als in einer Wildwasserbahn. Hey, wie kommen wir denn jetzt denn rüber? Robert! Ah! Jetzt muss ich hier zurückfahren. Ist die Klima jetzt defekt? Boah, Alter, geh mir doch nicht auf den Sack mit deiner Klimascheiße. So, ich glaube, ich nehme einfach eine Spur, auf der keiner fährt. Kleiner Trick an alle Busfreunde da draußen. Einfach hier den, Standstreifen nehmen. Da kriegt ihr auch keine Probleme, ne? Da steht in der Regel niemand. Da könnt ihr immer ganz astrein überholen. Sicher an Ziel. Da ist einfach immer der Weg frei. Absolute erste Spitzenklasse. Hier, verpiss dich, du Spanier. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Sag mal, werde ich doch nicht. So. Der ist einfach weg. Jo, da steht schon Bremen auf dem Schild. Weit ist nicht mehr. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als... Ja, dann nimm scheiß Taxi nach Bremen, du Kackbratze, Alter. Zahlst du deine... Oh! Sicher an Ziel. So, wir nehmen wieder die Standstreifentaktik. Oh, endlich mal ein bisschen Action. Wir fahren um eine Kurve. Ich muss mein Lenkrad bewegen. Cool. Ey, tut mir so leid. Wollt ihr den ganzen Tag auf der Autobahn sitzen? Wie arschlangweilig ist euer Leben? Einfach mal nur geradeaus. Ab und zu mal hä? Oder mal hä? Oder mal Was war das? Ach, keine Ahnung. In Real Life ist das ja alles 100 Jahre länger. Mindestens. Wie überlebt man das? Jeden Tag? Ich fahre alle Jubeljahre, fahre ich mal auf der Autobahn. Ich interessiere mich jetzt schon dafür, wie das gleich in Bremen ausschauen tut. Ich werde da mit einem ganz genauen Auge, drauf gucken auf die Gebäude, du hör mal. Und wenn da eins falsch ist, dann gibt das aber eine Anzeige, aber die sich... gewascht hat, ne? Busfahren macht so Spaß. Ich fahre Bus gerne jeden Tag. Bring die Leute von A nach B. Und mein fetter S, der tut schon weh. Aber wir sind gleich in Bremen. Warum fahren Sie Slalom? Ah! Sicher ans... Warum fahren Sie Slalom? Hör doch mal auf zu fragen! Siehst du nicht, dass ich mich konzentrieren muss? Schwerer Unfall, so fett bin ich auch wieder nicht. Schwerer Unfall, ja, das hat meine Mutter auch gesagt, als ich damals rausgekrochen bin. Anderes Thema. Hansestadt Bremen. Oh, moin. Moin, Meister. Oh, da hat's geblitzt. Das gibt es gar nicht. Diese Kirchen da hinten. Wo sind wir hier? In Köln oder was? Das ist doch nicht Bremen. Fake-Scheiße hier. Also, das hat hier nichts mit Bremen zu tun. Na, diese Hochstraße, ja, doch, die gibt's. Das hier ist Bremen. Doch, doch. Jetzt hab ich meinen Kaffee verschüttet. Halt doch bitte endlich die F***. Ist das der Hauptbahnhof? Yo! Aber eine ganz alte Version. Diese Straße hier, die gibt's auch nicht. Aber werden hier die Stadt gebastelt? Das gibt's alles nicht. Das gibt's irgendwie so ein bisschen. So sieht der Hauptbahnhof nicht aus. Von der BET. Ich steig jetzt hier aus. Ich muss hier investigieren. So ein bisschen sieht er aus wie der Bremer Hauptbahnhof. Aber der Bremer Hauptbahnhof ist viel, viel schöner. Hier, was ist das denn? Dieser Zaun, der existiert legit nicht. Hier ist kein... Ja, hier doch, hier ist ein bisschen Busbahnhof. Und dann ist hier nur Strapazenbahn. Diese Straße hier, non-existent. Hier ist ein Vorplatz gewesen mal. Den gibt's ja auch nicht mehr. Hier ist ein riesiges Gebäude. So eine Fake-Scheiße hier. Herr Waldmeister, hier, das ist alles falsch. Hier, geh mal Tatütata her hier kurz. Lass mich mal fahren. So, ich fahre jetzt hier mal durch die Stadt. Ist eh das letzte Mal, dass wir die Scheiße spielen. So, hier ist eine Haltestelle, aber ist die falsche? Hier ist eigentlich ein Cinemax. Ist alles nicht da. Scheiße. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Diese Leute haben... Die waren nicht einmal in Bremen, die hier die Stadt gemacht haben. Die haben einmal Bremen gegoogelt und nur Scheiße gebaut. Hier! HB Erfurt, was ist das denn? Wieder für ein Blödsinn. Lass mich hier vorbei, du Kackkäse, du. Hier, was ist das hier? Wendekreis? Kreisverkehr? Den gibt's hier nicht. So, hier ist theoretisch meine Tanzschule. Tanzschule Renz. Die müsste hier vorne eigentlich sein. Da darf ich nicht langfahren. Nö, also tut mir leid, Leute. Die Scheiße, die tue ich mir hier nicht mehr an. Das ist nicht Bremen. Da fahren wir nie wieder hin. Tschüss. Bis Mittwoch. Ciao. Sicher an Ziel.